Die Forderung nach einem bewegten Sitzen, nach einem dynamischen Sitzen ist grundsätzlich erstmal etwas Gutes. Der Mensch sollte nicht statisch sitzen, er sollte bewegt sitzen. Denn Bewegung ist ja die eigentliche Ressource des Menschen für die Gesunderhaltung oder bei Kindern auch für den gesunden Aufbau. Die Frage ist natürlich immer, welche Qualität der Bewegung ist denn erforderlich für diese Gesundheit? Betrachten wir einfach mal den Menschen, wenn er steht. Wenn der Mensch steht, bewegt er sich nicht linear, das heißt nur von hinten nach vorne. Wenn er steht, bewegt er sich mehr oder weniger komplex. Das heißt also, es ist gar nicht klar, wohin er sich in den nächsten Sekunden bewegt. Es ist etwas, was vom intelligenten System Mensch bedarfsgerecht selbst organisiert wird. Eine entscheidende Komponente ist die Freistellung der an der Haltung beteiligten Gelenke. Sie dürfen nicht restriktiviert werden. Und hier kommt dem Becken eine ganz entscheidende Rolle zu. Das Becken muss freigestellt sein. So wie beim Stehen das Becken sich frei bewegen kann nach allen Richtungen und damit dafür sorgt, dass es zu natürlichen haltungsdynamischen Veränderungen kommt, die wiederum für die Gesundheit elementar sind, so muss diese Beckenfreistellung, wie sie im Stehen gegeben ist, auch im Sitzen gegeben sein. Das heißt, wir brauchen Sitzlösungen, die das Becken nicht fixieren, sondern die Beckenbewegung nach allen Richtungen ermöglichen, so wie das der Bedarf erfordert. Und der Bedarf wird vom Körper signalisiert und von den sogenannten subkortikalen Strukturen, also die unter unserem Bewusstsein liegen, entsprechend beantwortet. Mit dem Ziel, Wohlbefinden, Gesundheit zu ermöglichen, ohne dass wir das bewusst immer wieder steuern müssen. Das ist die Intelligenz eines menschlichen Systems, dass die grundlegenden Funktionen, wie zum Beispiel der natürliche Haltungswechsel, ermöglicht wird, wenn die Freistellung der Gelenke, in diesem Fall ganz konkret die Freistellung des Beckens, ermöglicht wird.